Helgi ist verbittert, liebe Freunde. Helgi, unser Jarl von Halogaland. Denn, ihr erinnert euch, in der letzten Folge hat sein Onkel, wo haben wir ihn denn? Ja, wo ist er denn? Volki meine ich nicht. Wo ist denn Ragnar der Bastard? Hier finden wir ihn. Ach, er befindet sich hier oben. Im Nordland. Er hat, wir sehen es auch hier, Intrigenfotokus. Er hat Helgis Vater getötet. Bjorn von Westland. Der nach dem Tode unseres Großvaters, Helgis Großvaters, Raffen des Heiligen, der Heilige Rabe. Nachdem der Heilige Rabe von Halogaland gestorben war, hat Björn seinen Sohn Westland als Teil des vormaligen Königreiches übernommen. Und jetzt wurde er kurz darauf von seinem Halbbruder, muss man sagen, sein Bruder, ermordet von Ragnar dem Bastard, der dadurch das Königtum, Kleinkönigtum Westlandet, übernommen hat. Und das bestärkt Helgi nur noch mehr in seiner Paranoia. Wir haben schon eine Intrige gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Meine Intrigen hier. Wir haben noch keine Unterstützer. Wir gucken mal gerade rein. Niemand will so richtig. Naja, da müssen wir uns gleich mal umschauen. Und was mir aufgefallen ist, Jorvik wurde wieder zurückerobert von Wulfgate von Westmoreland. Allerdings sind hier in Skardaborg und St. Peters immer noch Einar Hafensson und Ingolf Grimmersons Sköldung eingesetzt als Bürgermeister und Gosi. Ich bin sehr gespannt, wie lange die sich da noch halten können. Vermutlich werden die davon gejagt. So, jetzt ist die große Frage, wie wir vorgehen. Wie gesagt, Helgis Vater wurde getötet, davon wird er sich rächen wollen. Er hat den Kriegsfokus, er ist jetzt noch paranoider. Er rechnet damit, dass Ragnar der Bastard, sein Onkel, genau dasselbe versucht. Und zwar versuchen wird, Norwegen wieder zu vereinen. Wie viele Krieger haben wir denn gerade so am Start? 510, das ist nicht sonderlich viel. Ja, wir müssten das wahrscheinlich abwarten. Bis wir wieder auf die 1000 kommen. Allerdings werden die ja vermutlich auch... Naja, 500. 800, ja, ja. Die kriegen auch alle natürlich Unterstützung. Haben wir denn Bündnisse? Wir haben Frieden mit Nektarn und mit Øystein. Ihr erinnert euch an diesen knappsten aller Kriege. Fast hätten wir Jämterland unter unsere Kontrolle gebracht. Pakte, Vasallen, wissen wir, und Ehepartnerin Gyda Njudunge. Ja. Kinder haben wir, Freya, eine Tochter. Und wir haben aber noch einen Bruder, Hafn Björnsson. Ah, noch einen Sohn von Björn, okay, und Gurli und Rögenfries. Ja, vermutlich sollten wir die jetzt irgendwie geschickt einsetzen, um hier die Kontrolle zu behalten. Wen haben wir eigentlich in Svitjod? Ist Øystein König? Auch immer katholisch. In Dänemark Tvadomir der Zweite, auch katholisch. In Sjælland sind sie aber immer noch nordisch. Wir werden mal versuchen,
Oh, sie befinden sich auch im Krieg, hier sehe ich gerade. Gegen Mercia und einen katholischen Aufstand. Trückwehr, wo bist du? Trückwehr befindet sich hier in Mecklenburg. Aha. Das ist interessant. Und hier sehen wir Belagerung in Mercia. Bin auch mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Was wir aber versuchen wollen ist, wir wollen unsere Tochter verheiraten. Nur Asbjörn wäre. Oh, mit Gorm würde man Titel bekommen. Okay. Asbjörn. Ja, dann müssen wir eine andere Tochter nehmen. Eine jüngere natürlich. Freya zum Beispiel. Mit Asbjörn. Das würde klappen. Dann machen wir das auf jeden Fall. Warten kurz das Ereignis ab. Ihr mögt gesegnet sein, ausgezeichnet. Jetzt die Frage, ob wir schon ein Bündnis schmieden. Nein, wollen sie gar nicht. Grundzurückhaltung 3, politische Vorbehalte. Mhm. Na, immerhin haben wir aber einen Nicht-Angriffspakt verhandeln können. Dann warten wir das nochmal kurz ab. Was passiert hier eigentlich? Plünderer sind hier unterwegs, okay. Nach mehreren Monaten des Studiums der Feldzüge, das kennen wir schon, das Ereignis. Kriegskunst und Verwaltung plus 1. Ausgezeichnet. Hörek Egilson sollte heiraten. Okay. Ihr stampft schon den ganzen Tag mit einem verbissenen Gesicht durch die Gegend. Plötzlich erkennt ihr, weshalb ihr schon den ganzen Tag übellaunig wart. Ihr könnt es einfach nicht mehr ertragen, von Faulpelzen umgeben zu sein. Um wen geht's denn hier? Um Kraka, unsere Großmutter. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Werden wir ihrer Faulheit ein Ende setzen? Meinung über Kraka 1. Ja, dann machen wir das mal. Und es hat sogar geklappt. Und sie ist nicht gestresst. Okay. Interessant. Interessant. So, Haushaltsdefizit steht immer noch. Das wissen wir. Können jetzt auch leider keine... Doch, Krieger könnten wir ausheben. Aber... Also ich denke gerade an Plünderfahrten. Aber was sollen wir mit 600 Mann anstellen? Das klingt nicht so richtig vielversprechend. Und hier ist ein neuer Krieg. Von Bajarmien und Litauen. Ja, mit Litauen könnten wir ja auch mal wieder schauen, ob wir ein Bündnis kriegen. Es gibt allerdings noch keine Kinder von Bohuslav. Mhm. Oh, schaut man, sie ist attraktiv. 3 Jahre alt. Wäre ja vielleicht was für Hafen. Nein. Ungläubige werden nicht in Betracht gezogen. Okay, wir beschleunigen die Partie ein bisschen. Und behalten mal im Auge, was hier passiert. Vielleicht können wir ja doch noch einen... Erbogen von Middelpad. Okay. Hier ein Verlöbnis arrangieren. Aber da gibt es scheinbar auch keine passenden. Philipp, Prinz von Svitjod. Würde zu einem Nicht-Eingriffspakt führen. Versuchen wir das. Da haben wir nur negative. Okay. Vergesst es. Entschuldigt. Die Welt ist gefährlich und überall lauern Schurken. Es kommt euch zu Ohren, dass man Freya ermorden will. Wir schicken sie ins Versteck. Vorsichtshalber. Hä? Und dadurch ist ihr Verlöbnis aufgelöst, oder was?
finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Wir lehren sie, stolz zu sein. Ging es nur nach meinem Willen, dann wäre die Welt ein spaßiger, wenn auch chaotischer Ort. Halte ich mich hingegen weiterhin an die Gesetze, wäre die Welt zwar weniger chaotisch, dadurch aber langweiliger. Ha, wodurch wird das jetzt ausgelöst? Ja, ich meine, wir sind... Also, Helgi ist gütig. Dann versuchen wir doch mal, Gerechtigkeit zu erlangen. Das gelingt uns aber nicht. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Zu lange im Frieden, ja. Heidmark will Raumariki erobern. Unser Vasall, Rögenwald. Oh je. Oh je. So, wurde beendet, da es keine Ehebande mehr zwischen ihnen gibt. Verstehe ich jetzt aber nicht. Ach, ist das Kind gestorben? Hm. Okay. Wie sieht es eigentlich bei uns mit Kindern aus? Milde Krankheit, ja. Unsere Gattin ist ja, leidet ja an Krebs. Euer Marschall Kolbjörn hat diverse Tests und so weiter durchgeführt. Inspiriert wurde der Einfall durch die Bekanntschaft mit einem angeblich brillanten Ingenieur. Man müsste es finanzieren. Nein, wir haben tatsächlich kein Geld momentan, um sowas zu machen. Und wir schauen mal, was Rögenwald hier, ob ihm was gelingt. Und hier ist auch noch ein Krieg. Rückkehr Fülki gegen Rogaland. Ups, er geht jetzt hier ein bisschen schnell. Bürger ist am Thron. Da kommen einige an unseren Hof. Schauen wir uns die hier mal an. Sie hat ein Kind, das gefangen genommen ist. Wie alt ist die Gute denn? 64. Eine Schildmaid. Grausam, lüstern, zornig. Fleißig, hässlich. Ja, 15 Diplomatie ist nicht schlecht. Okay. So, was müssen wir hier noch machen? Kindheitsfokus für Hafen. Kampf. Gefährliche Fraktionen haben wir. Rügenwald der Keusche will was? Er will Ragnar den Bastard zum Anführer von Halogaland machen. Aha. Und niedere Titel müssen wir vergeben. Ach, Hof. Ah, wir haben einen Hofarzt bekommen. Einäugig, depressiv, gierig, tapfer, paranoid wie wir. Gütig, schüchtern, vernarbt, ein gelehrter Theologe. Dann machen wir das. Oh, 15 hat der. Nicht schlecht. Die Meinung auch leicht verbessert natürlich. Und wir können einen neuen Hirtmann benennen. Sollen wir unseren Arzt da benennen? Wir benennen mal Hörek. Okay, wie sieht es denn momentan aus im Rat? Nicht so gut. Also wir müssen jetzt echt mal was unternehmen, ne? Das steht außer Frage. Die Frage ist nur, was wir unternehmen. Ich muss mir das nochmal gerade angucken. Rückkehr Fülki. Mhm. Der ist jetzt Vasall von... oder Gefolgsmann von... Ragnar dem Bastard. Wenn der aber da im Krieg begriffen ist. 1200 Mann. Können wir
Einer könnten wir einen Kriegsbeitritt anbieten. Lass mich nochmal schauen. 1200. Er hat 460. Würde ungefähr gleich aufkommen. Und Rügenwald, der wird uns nichts schicken, weil er gerade hier im Krieg mit Westergautland ist. Alles nicht so einfach. Wir können ihm auch direkt gar keinen Krieg erklären, ne? Wir müssten schon Ragnar den Krieg erklären. Hier ist er. Gefangenenbefreiung. Alle Ansprüche. König Helgi von Halogaland kann mehrere Ansprüche durchsetzen. Westlandet. Nordland. Ja, das wäre es ja, was wir machen wollen, ne? Wir wollen ihn vom Thron verdrängen. Wir werden ihm keine Gefolgschaft leisten. Wir wollen Hallorgaland bzw. Norwegen wieder zusammenbringen, wie es unser Großvater Hafen getan hatte. Wir haben aber auch nicht genug Prestige. Wie viel Prestige hat er denn? 300. Der wird schneller bei 500 sein. Das ist ein ernstzunehmendes Problem tatsächlich. Dreihundert. Die sind da im Einsatz. Und hier nochmal 600. Und einer selber hat nur 160. Ah, das ist alles nicht so einfach, ne? Volk hier hat 800. Das könnten wir ja sonst vorher schnell mal machen, aber auch dafür haben wir nicht genug. Nicht genug Krieger. Können wir uns mit den Samen, den Sami verbünden? Verlöbnis zum Beispiel Freier. Wir machen das nochmal. Pilvi von Lappi. Und sie lehnen wieder ab, weil wir einen anderen Glauben haben. 2, 4, 6. Hafen ist zu jung. 11, 6. Aha. Wünscht sich einen besseren Nicht-Angriffspakt. Oje, oje, oje. Sind die eigentlich immer noch im Krieg? Nicht mehr gegen Litauen. Aber die wollten, wenn ich mich recht erinnere, auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie alt war sie jetzt? 10, 6. Das wird nichts. Das wird alles nichts. Na gut, dann lassen wir mal weiterlaufen und warten mal ab. Die Wegelagerer-Bande ist immer wagemutiger geworden und plündert täglich mehr Städtchen und Siedlungen. Marschall Kolbjörn hat angeboten, sie durch eine persönlich angeführte Aktion aus der Provinz zu vertreiben. Er soll alle benötigten Soldaten bekommen. 5% Chance, dass er verwundet wird. Er soll auf seine eigenen. Nee, wir geben ihm schon Soldaten. Und wir machen eine kleine Militärsimulation. Okay. Der Feind versucht im Einmarsch ins Hügelland vorzurücken. Wir bündeln unsere Kräfte, um
das abzuwehren. Der Feind marschiert ebenso wie ihr in Richtung Hügelspitze. Als wir gleichzeitig oben ankommen, entbrennt zwischen den Kämpfern beider Armeen ein hitzköpfiger Kampf, der einer chaotischen Schlägerei ähnelt. Kolbjörn schlägt vor, die abgekämpften Männer möglichst gleichmäßig auf dem Schlachtfeld zu verteilen. Wir werden mal alle schwer Bewaffneten ins Zentrum nehmen. Als die Schlacht an der seitlichen Flanke in den Nahkampf übergeht, sind unsere Truppen die ersten, die zurückweichen. Denn sie sind müde und dies weiß der Gegner auszunutzen. Wir werden nach kurzer Zeit überwältigt und unsere Gegner unstrittig zum Sieger erklärt. Wir verlieren 10 Prestige. Das ist unglücklich und wir haben eine Nachricht. Gefangene freikaufen. Von Arngrim, von Akdir. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Geld. Haben wir da jetzt was bekommen? Ich bin etwas verwundert. Inspirierender Anführer. Was bringt das? Moralschaden, Verteidigungsbonus. Armeen müssen schnell sein. Ja, inspirierender Anführer. Das gefällt mir. Und einer von Rykjafiki immer noch mit 12.000 Mann hier unterwegs. Wird Gudbrandsdal unter seine Kontrolle bringen und es damit unter die Herrschaft von Ragnar dem Bastard bringen, wenn mich nicht alles täuscht. Befehlshaber verbessert. Rane ist ein Schwindler. Unberechenbarkeit plus 30%. Ausgezeichnet. Liebe Freunde, an dieser Stelle beenden wir diese Folge mal. Ich glaube, die Zeit ist rum, wenn mich nicht alles täuscht. Und machen beim nächsten Mal weiter. Mit dem Ausblick, uns entweder noch hier einzumischen, wenn das klappt. Oder die Tründelack Region als erstes zu unterwerfen und uns dann an unserem Vatermörder Ragnar den Bastard zu rächen. Derweil sehen wir hier unten Ludolf von Bayern und den König Eskild von Westergautland, die ja verteidigen gegen Rügenwald, der hier weitere Provinzen einnimmt, eigentlich sich mal zurückwenden müsste, um die Feinde zurückzuschlagen. Sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und freue mich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, heydo, euer Lüppetikapo.